Jetzt kommen wir zu Tagesordnungspunkt 16, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2018-2019 mit der Drucksache 20808 zu Drucksache 20617. Die Berichterstattung hat der Abg. Banzer. Bevor ich Ihnen aber das Wort gebe, bleiben Sie einen Moment sitzen, habe ich noch ein paar beratungsleitende Hinweise. Auf den Plätzen verteilt worden sind die Änderungsanträge der Fraktion der SPD mit den Drucksachen 20823 bis 20828. Die Abstimmung über die Einzelpläne findet vereinbarungsgemäß erst nach Ende der Beratung statt. Der Anlage zu Top 16 können Sie ebenfalls entnehmen, dass sich die Fraktionen im Ältestenrat auf eine Redezeit von 10 Minuten je Fraktion für alle Einzelpläne ohne Begrenzung der einzelnen Rednerinnen oder der einzelnen Redner verständigt haben. Das heißt, jede Fraktion kann sich die ihr zustehende Redezeit nach ihrem Geschmack aufteilen. Ich werde deswegen die Einzelpläne nicht noch einmal extra aufrufen. Ebenfalls wurde sich darauf verständigt, Kurzinterventionen auf die jeweilige Redezeit der Fraktionen anzurechnen. Und jetzt bitte ich zunächst den Berichterstatter, Herrn Abg. Banzer, zu Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf wurde dem Haushaltsausschuss in der 12. Plenarsitzung am 22. Mai nach der ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen. Die Änderungsanträge wurden im Haushaltsausschuss am 6., 7. und 11. Juni vom Präsidenten des Landtags überwiesen. Der Haushaltsausschuss hat in die Kommunalen Spitzenverbände und den Landeswohlfahrtsverband Hessen in seiner Sitzung am 5. Juni 2019 angehört. Der Haushaltsausschuss hat in seiner Sitzung am 5. Juni die kursorischen Lesungen zu dem Gesetzentwurf durchgeführt. In der Sitzung am 12. Juni 2019 hat der Haushaltsausschuss den Gesetzentwurf und die Einzelpläne behandelt und zu den oben genannten Einzelplänen die wiedergegebenen Beschlüsse gefasst. So dann hat der Haushaltsausschuss mehrheitlich dem Plenum empfohlen, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Abg. Banzer. Auch hier wurde sich wieder auf eine Rednerinnenreihenfolge verständigt. Als erstes hat der Abg. Weiß von der SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 4 Wochen bei der Einbringung des Haushalts, des Nachtragshaushalts für dieses Jahr, habe ich hier davon geredet, dass das aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ein verlorenes Jahr für Hessen ist mit diesem Nachtrag. Nichts aus dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün findet sich im Nachtragshaushalt wieder. Die ganzen großen, milliardenschweren Versprechungen, die die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in ihrem Koalitionsvertrag gemacht haben, nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag wieder, trotz einem Plus von fast 500 Millionen €, jetzt hier im Nachtrag nichts investiert, nichts Nachhaltiges geschaffen. Heute, knapp einen Monat später, habe ich 2 Erkenntnisse gewonnen über das, was ich da vor einem Monat gesagt habe. Erstens muss man, glaube ich, feststellen, diese Gestaltungsverweigerung, die über diesen Haushaltsplanentwurf offenkundig wurde, die betrifft nicht nur die Landesregierung, sondern die betrifft offenbar auch die Fraktionen, die sie tragen, nämlich die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, weil sie die einzigen beiden Fraktionen sind hier im Haus, die gänzlich auf Änderungsanträge verzichten, um hier noch eigene Akzente und Impulse zu setzen. Der zweite Punkt, die zweite Erkenntnis, die man jetzt nach 4 Wochen gewinnen muss, ist, ich habe jetzt nach der Einbringung gemerkt, warum im Nachtrag noch gar kein zusätzliches Geld, beispielsweise für Kinderbetreuung, für Krankenhausinvestitionen oder für den ÖPNV drin ist, weil es das erst im nächsten Jahr geben soll. Und zwar soll es mit kommunalem Geld bezahlt werden über die neue Heimatumlage, wie wir inzwischen wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen stehen hier keine eigenen Initiativen und kein eigenes Geld in diesen Bereichen drin, weil Sie das im nächsten Jahr mit den Mitteln der Kommunen finanzieren wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über die Heimatumlage werden wir am Mittwoch noch reden. Man kann hier aber anhand
dieses Gesetzes schon einmal aufzeigen, wofür Schwarz-Grün eigentlich steht. Für drei Dinge. Erstens, alles, was schlecht läuft, ist die Schuld der anderen. Beim Diesel sind die Kommunen schuld, obwohl es Dieselfahrverboten, obwohl es die Luftreinhaltepläne des Landes sind, die beklagt werden. Beim Wohnungsbau, beim Fehlenden sind es die Kommunen, die nicht rechtzeitig und genug investiert haben. Bei der stockenden Energiewende in Hessen ist es der Bund. Bei den Staus auf den Autobahnen ist es ebenfalls der Bund. Diese Liste könnte man lange fortsetzen. Alles, was schlecht läuft in diesem Land, ist die Schuld von anderen, aber nicht von dieser Landesregierung. Erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, alles, was gut läuft in diesem Land, hat Schwarz-Grün gemacht. Da können wir ebenfalls eine Liste, die wir lange fortführen können, das geht über Mobilitätsinitiativen, die der Verkehrsverbünde, die natürlich alle was ihr persönlich gemacht hat, genau wie den Radschnellweg, wo das erste Teilstück jetzt eröffnet wurde. Da hat natürlich der zuständige Bürgermeister Manfred Ockel von der SPD, der das in die Hand genommen hat, überhaupt gar nichts mit zu tun. Alles Al-Wazir. Den ausgeglichenen Haushalt hier, das war natürlich auch Finanzminister Schäfer. Die Konjunktur oder die niedrigen Zinsen seit Jahren, die in der Amtszeit von Schwarz-Grün für 7 Milliarden Mehreinnahmen in 6 Jahren gesorgt haben, die haben damit natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Also alles, was läuft, hat Schwarz-Grün gemacht. Und drittens, alles, einfach alles, was Schwarz-Grün macht, wird medial abgefeiert. Zu alles und jedem gibt es Werbefilmchen. Die Marketingkosten und die Marketingabteilungen der Landesregierung explodieren. Herr Schäfer macht dabei ganz persönlich als Finanzminister mit. Das ist ja vielleicht schon der eigene Bewerbungsparcours, den er macht. Also, wenn ich mir anschaue, wie er seine Social-Media-Aktivitäten so steigert, nicht mehr vor Cat-Content wird er zurückgeschreckt. Da können Sie Katzenbilder auf der heimischen Couch entdecken. Aber wenn man mal den ganzen Werbenebel wegbläst, bleibt da nicht mehr viel übrig. Sie sind die Koalition des Eigenlobs, und das stinkt bekanntlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel, dass Sie mit einem rein technokratischen, aber politisch ambitionslosen Nachtrag ein ganzes Jahr für Hessen verschlafen. Wir möchten Ihnen helfen, ein paar wichtige Punkte für unser Land umzusetzen. Sie müssen nichts weiter tun, als unseren Haushaltsanträgen zuzustimmen. Da geht's, ja, das sind viele, Sie haben sie ja alle auf den Tischen liegen. Schauen Sie mal rein. Das ist ein nettes Angebot. Da finden Sie viele gute Ideen drin. Beispielsweise wollen wir zusätzliche Ausbilderstellen schaffen für die Referendare. Sie haben zwar im Nachtrag zusätzliche Referendarstellen geschaffen, haben aber vergessen, dass die auch jemand ausbilden muss während der Referendarzeit. Also, da helfen wir Ihnen gerne und bieten Ihnen an mit unseren Initiativen, dass wir da zusätzliche Referendarstellen schaffen. Wir bieten Ihnen an, dass wir den Digitalpakt aus Landesmitteln aufstocken um 25 Millionen €. Das ist aus unserer Sicht notwendig. Es macht sichtbar, dass das Land einen Beitrag selbst trägt, über den Beitrag der Kommunen hinaus. Der Kultusminister Lorz hat selber hier ausgeführt, dass die momentan vorgesehenen Mittel im Digitalpakt nicht ausreichen. Also stimmen Sie zu, damit tun Sie etwas Gutes für Hessen. Wir wollen zusätzliche Stellen für Hessenmobil für den Radwegebau schaffen, um den endlich voranzubringen. Herr Minister Al-Wazir, Sie haben ja groß angekündigt, eine Radwegesanierungsoffensive. Und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, da ist gerade Halbzeit, und es sind gerade einmal 11% der Radwege umgesetzt. Wir möchten Ihnen helfen, dass Sie Ihre Ziele auch erreichen, weil wir glauben, dass Sie das bei dem momentanen Tempo nicht schaffen. Ich vermute, dass Sie sich bei den Haushaltsanträgen für den Radwegebau bei der CDU nicht durchsetzen konnten, deswegen keine eigenen gemacht haben. Machen Sie es ganz einfach. Stimmen Sie unseren Anträgen zu. Es ist im grünen Interesse. Und dann helfen wir Ihnen, Ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und der letzte Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Abschaffung der Straßenbeiträge. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass das der hessischen Sozialdemokratie ganz besonders am Herzen liegt. Wir möchten, und nicht zum ersten Mal, 60 Millionen € einstellen,
um die Bürgerinnen und Bürger von diesen ungerechten Kosten zu entlasten. Wir haben hier eine Angehörung gehabt, hier an gleicher Stelle. Wir konnten nicht in einen normalen Fraktionssitzungsraum gehen, weil so viele Betroffene, so viele Sachverständige hier waren, so viele Bürgerinitiativen, nicht nur hier unten, da oben war auch alles voll, die ihren Unmut hier vorgetragen haben und ihrer Frustration und ihrem Ärger hier Lauf gelassen haben. Und dann frage ich mich, wie Schwarz-Grün damit umgeht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben im letzten Haushaltsausschuss letzte Woche auch darüber gesprochen. Da gab es ja schon einen entsprechenden Antrag, 60 Millionen € einzustellen. Und haben wir mal nachgefragt bei den Kollegen der GRÜNEN, warum hier in 6 Stunden Anhörung zur Abschaffung der Straßenbeiträge die Vertreterinnen und Vertreter der GRÜNEN nicht eine einzige Frage gestellt haben, nicht einen einzigen Wortbeitrag gemacht haben. Und dann hat ein junger Kollege der GRÜNEN, den ich ansonsten sehr schätze, der jetzt gerade einmal 5 Monate im Landtag ist, gesagt, auf die Nachfrage von uns, hat gesagt, ja, wir haben da in den 6 Stunden keine Nachfrage gestellt, aber man müsste das verstehen. Das Thema sei jetzt hier auch schon so oft diskutiert worden und hätte so oft eine Rolle gespielt, dass wir verstehen müssten, dass den GRÜNEN im Moment die Motivation dazu fehlen würde, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. O-Ton. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so mit einem Thema umgeht, dann nimmt man die Menschen nicht ernst, man nimmt die Betroffenen nicht ernst und zeigt keinen Respekt vor ihnen. Und haben Sie die Möglichkeit, im Haushaltsausschuss diese Straßenbeiträge für die Bürgerinnen und Bürger abzuschaffen. Stellen Sie die 60 Millionen € ein, stimmen Sie unserem Antrag zu. Und ich kann Ihnen auch sagen, das wird nicht das letzte Mal bleiben. Das wird nicht das letzte Mal bleiben, dass wir Ihnen dazu Gelegenheit geben, beim Thema Straßenbeiträge Ihre Motivation zurückzufinden. Das kann ich Ihnen sagen. Es wird nicht das letzte Mal bleiben. Auch nach der Sommerpause werden wir uns noch mehrmals mit diesem Thema hier beschäftigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden nachher, wir haben ja heute Abend Haushaltsausschusssitzung zur Vorbereitung der dritten Lesung. Wir werden uns da genau anschauen, ob Sie diese Bereitschaft tatsächlich zeigen, über Inhalte zu reden, was auch die GRÜNEN immer sagen, uns geht es um Konzepte und über Inhalte und nicht so sehr um politische Parteienkonstellationen. Dann werden wir Sie heute Abend mal daran messen, ob Sie bereit sind, auch tatsächlich über Inhalte zu reden und auch über gute Inhalte und gute Anträge abzustimmen oder ob Sie dem wie immer mit Ihrer schwarz-grünen Überheblichkeit und Impertinenz entgegenstehen. Am Mittwoch in der dritten Lesung werden wir sehen, wie die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sich dazu verhalten hat, ob ihnen weiterhin nur wichtig ist, was bei Anträgen oben drüber steht, oder ob Ihnen auch wichtig ist, was denn in Anträgen drinsteht. Bis dahin freue ich mich. Wiedervorlage in 2 Tagen. Bis dahin. Vielen Dank, Herr Abg. Weiß. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Dr. Schäfer. So nach der Reihenfolge festgelegt. Nein. SPD-Landesregierung. Also bei mir steht SPD-Landesregierung Bündnis 90 die Grünen. Wir können das aber auch flexibel ändern. Wenn alle damit einverstanden sind, dann hat als nächstes die Abg. Dahlke von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen das Wort. Stimmt. Also, ja. So festgelegt, ja? Schreibfehler. Nee, glaube ich nicht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als neue Abgeordnete stand mir Ende letzten Jahres im Prinzip die gesamte Bandbreite der politischen Arbeit offen. Ich hätte in den Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss gehen können, um als frauenpolitische Sprecherin dafür zu kämpfen, dass Frauen und Männer die gleiche Macht haben in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ich hätte in den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gehen können, um daran mitzuarbeiten, dass wir das Monopol des autorisierten Verkehrs überwinden. Oder ich hätte in den Kulturpolitischen Ausschuss gehen können, weil gute Bildung die Grundlage für ein sinnvolles, erfolgreiches Leben eines jeden Menschen ist. All das sind Themen und politische Ziele, die mir sehr wichtig sind. Aber ich habe mich dazu entschieden, in den Haushaltsausschuss zu gehen, weil ich weiß, dass zur Verfügung stehende Geld zu verteilen, ist die Grundlage aller wirksamer Politik. Wer bestimmt, wo das Geld hingeht, bestimmt, welche Projekte umgesetzt werden können. Und ein ausgeglichener Haushalt vermeidet, dass wir zukünftige Generationen vor Schuldenberge stellen und gibt ihnen später auch selbst finanzielle Handlungsspielräume.
Vorausschauende Haushaltspolitik bedeutet, die Voraussetzungen für die Herausforderungen der Zukunft schon heute zu schaffen. Deswegen ist Haushaltspolitik eine sehr grundlegende und sehr wichtige Arbeit, und ich bin gerne ein Teil davon. Wir haben heute die zweite Lesung zum Nachtragshaushalt 2019. Dieser Nachtragshaushalt berücksichtigt aktuelle Entwicklungen und Anpassungen, die sich ergeben haben, seit die Abgeordneten des vorigen Hessischen Landtags den letzten Haushalt verabschiedet haben. Überschrieben hat das Finanzministerium den Nachtragshaushalt mit den Schlagworten „Jung, digital für Hessen“, was ich als noch eher junge Hessin sehr begrüßen kann. Digital ist der Haushalt, weil er die Arbeit der neuen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung in der Staatskanzlei ermöglicht. Der Haushalt schafft die Voraussetzungen, dass Hessen die Herausforderungen der Digitalisierung annehmen und zu einer Chance machen kann. Er bündelt die Kompetenzen in den Bereichen wie Breitband- und Mobilfunkausbau und Innovationsförderung bei der Ministerin. Damit erhält sie bundesweit einmalige Kompetenzen, um die Herausforderungen der Digitalisierung strategisch angehen zu können. Jung ist der Haushalt, weil z. B. neue Stellen für Lehramtsreferendare und neue duale Studiengänge ermöglicht werden. Er sichert über 100 neue Stellen für Professorinnen und Professoren und verbessert damit deutlich die Betreuungssituation an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wir finanzieren mit dem Nachtragshaushalt auch bessere Qualität in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege und Kosten von Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten. Und für Hessen ist der Haushalt, weil er die Voraussetzungen für mehr Polizistinnen und Polizisten und für mehr Personal in der Steuerverwaltung geschaffen hat, schafft. Der Nachtragshaushalt berücksichtigt auch die Auswirkungen der Tarifrunde 2019 und verbessert die Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Und was ich persönlich sehr wichtig finde, der Nachtragshaushalt leistet auch einen Beitrag, dass unsere Demokratie funktioniert. Er stärkt nämlich nicht nur die Landesregierung, sondern er stärkt auch die erste Gewalt in Hessen, den Landtag. Insgesamt finde ich, Demokratie und ein funktionierender Staat kosten Geld. Und das sollte es uns auch wert sein, liebe Freundinnen und Freunde. In der letzten Woche haben wir im Haushaltsausschuss Änderungsanträge beraten. Die von der SPD lagen da noch nicht vor. Deswegen will ich jetzt auf zwei andere Punkte eingehen. Erstens haben wir über die Schuldentilgung gesprochen. In den letzten 5 Jahren hat die Koalition die Neuverschuldung beendet, Altschulden abgebaut und Rücklagen in Milliardenhöhe geschaffen. Die Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht so stark sprudeln, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Aber genau dafür hat die Koalition in den letzten Jahren Vorsorge geschaffen und Rücklagen getroffen. Andersrum. Der Nachtragshaushalt sieht nun vor, dass 100 Millionen € Schulden getilgt werden sollen. Die Opposition hatte dazu eine widersprüchliche Meinung. Die eine Seite fordert, etwa 30 Millionen € weniger Schulden zu tilgen und das Geld lieber für wichtige Herausforderungen auszugeben. Die andere Seite fordert stattdessen, die Schuldentilgung noch einmal um 50 Millionen € zu erhöhen, das Geld also zurückzuzahlen, was dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung steht. Für mich zeigt das, wir scheinen mit unserem Vorschlag einen guten Kompromiss für alle Seiten gefunden zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein zweiter Punkt. Die Fraktion, die jetzt beantragt, dass die Mittel für die Fraktionen nicht erhöht werden, soweit ich weiß, können nicht in Anspruch genommene Mittel dem Landeshaushalt wieder zugeführt werden und würden auf diesem Weg wieder für Investitionen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das wäre ja vielleicht eine Überlegung wert, wenn Sie denken, dass Sie das Geld nicht benötigen. Die Bürgerinnen und Bürger Hessens würden es sicher freuen. Insgesamt führt der Nachtragshaushalt dazu, dass sich das Volumen des gesamten Haushalts um knapp 150 Millionen € erhöht, also gerade einmal um 0,4 %. Wir können also feststellen, dass wir damit in einem sinnvollen Rahmen sind, notwendige Anpassungen vorzunehmen, um Hessen weiterhin gut, vernünftig und verlässlich zu regieren. Denn Vernunft, Verlässlichkeit und Vorsorge ergeben in der Summe das, was nachhaltiges Haushalten ausmacht.
Und dass die Nachhaltigkeit bei den hessischen Finanzen einen hohen Stellenwert hat, das wurde auch in den letzten Wochen klar, als nämlich Hessen als erstes Bundesland der Initiative Principles for Responsible Investment der Vereinten Nationen beigetreten ist. Wir nehmen damit eine bundesweite Vorreiterrolle beim Ausstieg aus der klimaschädlichen Geldanlage, dem sogenannten Divestment, ein und bekennen uns auch in der Finanzwirtschaft zu Prinzipien der nachhaltigen und generationengerechten Vorsorge. Mit der Divestment-Strategie wollen wir mittelfristig sicherstellen, dass das Land kein Geld mehr in Wirtschaftsbereiche anlegt, die nachhaltigen Kriterien widersprechen. Erstes Ziel ist dabei die Dekarbonisierung, also der Ausstieg aus allen Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen und damit mit der Erzeugung von Kohlendioxid zu tun haben. Mit der Unterzeichnung der UN Principles for Responsible Investment muss Hessen zukünftig auch über die Nachhaltigkeit der Versorgungsrücklage, für die die PRI angewendet werden, Bericht erstatten. Von diesem strukturellen Reporting erwarten wir noch mehr Transparenz und eine Weiterentwicklung bei der nachhaltigen Geldanlage des Landes. Mit dem Beitritt zeigt Hessen, dass wir die Bedeutung von Green Finance erkannt haben und wollen, dass auch der Finanzplatz Frankfurt auf diesem Gebiet eine führende Rolle einnimmt. Es ist gut und wichtig, dass auch die öffentliche Hand ihre Verantwortung in den Bereichen Green Finance und nachhaltige Finanzpolitik umsetzt. Vielen Dank. Ja, dann darf ich jetzt als nächsten Redner für die Fraktion der AfD den Kollegen Vohl aufrufen. 10 Minuten Redezeit. Herr Vohl, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Finanzminister! Der neue Haushaltsplan von Ihnen sieht 485 Millionen € Mehrausgaben vor, obwohl die Prognosen für Steuereinnahmen die nächsten Jahre nach unten zeigen. Für die AfD und auch für die Bürger Hessens wirkt das befremdlich und widerspricht jeglicher Logik. Mehr als die Hälfte Ihres Nachtragshaushaltes wird übrigens, wer hätte es gedacht, für Migranten ausgegeben, wobei erneut die Begrifflichkeiten zwischen wirklichen Flüchtlingen und Asylbewerbern verwechselt werden. 2017 sahen Sie einen Rückgang der Kosten für die Migration. Davon waren Sie überzeugt, weil Sie hofften, der Bund werde die Kosten schon übernehmen. Das Bundesamt für Migration hat Ihnen einen Strich durch Ihre Bilanz gemacht. Die Flüchtlingseigenschaften wurden in den meisten Fällen nämlich nicht zugesprochen. Und das bedeutet, dass dem hessischen Steuerzahler erneut tiefer ins Portemonnaie gegriffen wird. Hätten Sie frühzeitig belastbare Zahlen und klare Statistiken vom BAMF angefordert, wäre das die Möglichkeit gewesen, politischen Druck auf Bundesebene auszuüben und den Schaden zu begrenzen, ja gar abzuwenden. So rechnen Sie in 2019 noch einmal mit 250 Millionen € an zusätzlichen Mehrausgaben, was dem 2,5-fachen der Altschuldentilgung entspricht. Diese Höhe war doch absehbar und hätte bereits im Haushaltsentwurf 18/19 berücksichtigt werden können, ja müssen. Da allerdings der Wahlkampf in 2018 anstand, wollten Sie sich nicht so eine hohe Zahl an Ausgaben anlasten. Denn die Flüchtlingskrise ist bei Weitem nicht beendet und verursacht weiterhin hohe Kosten für den hessischen Steuerzahler. Es ist löblich, dass Sie neue Stellen im Bereich Lehre, Ausbildung, Polizei und Gerichte schaffen. Und wir, die AfD-Fraktion, begrüßen das. Aber
Hätten es denn nicht mehr als ein paar hundert Stellen sein können, wenn Sie die Situation zwischen dem Bundesamt für Migration und dem Land Hessen gut geregelt hätten? Dann hätten wir in den Schlüsselbereichen Lehre, Ausbildung, Polizei und Gerichte wesentlich stärker investieren können. Schauen wir uns diese neu zu schaffenden Stellen einmal etwas genauer an. Der Bedarf von den zusätzlich zu schaffenden Stellen im Bereich Digitales, innere Sicherheit, Wirtschaft und Wissenschaft stand schon vor anderthalb Jahren fest, als der Doppelhaushalt 2018-2019 beschlossen wurde. Unter anderem stand die Grundsteuerreform bereits vor Abschluss des Haushaltsplans fest. Aufgrund des Wahlkampfes wäre die Beratung genau in diese Zeit gefallen. Hessen verliert jährlich wegen der Arbeitslosigkeit von Lehrern während der Sommerferien tausende Lehrer, die in andere Bundesländer abwandern. Damit ist Hessen neben Baden-Württemberg ebenfalls durch Grün-Schwarz regiert Spitzenreiter in Deutschland. Dieses wollen Sie wirklich mit 250 neuen Lehramtsreferendaren kompensieren? Wachpolizisten. Im Gegensatz zur Schutz- und Kriminalpolizei werden Wachpolizisten zusätzlich eingestellt, um für die Bewachung von Gebäuden und für Streifen auf Volksfesten zu sorgen. Soll demnach mit diesen 90 Wachpolizisten die innere Sicherheit vorgegaukelt werden? Mitnichten. Ich war drei Tage auf dem Hessentag. Zudem § 12. Zu dem § 12 der Haushaltssatzung, der sich unter anderem mit Veräußerungen von Landeseigentum und Vermögensgegenständen wie landeseigene Fahrzeuge oder Gebäude befasst, soll Absatz 8 hinzugefügt werden. Schauen wir uns Absatz 8 einmal genau an. Strom soll an Landesbedienstete verschenkt werden, obwohl es sich um keinen Vermögensgegenstand handelt. Zu welchem Gegenwert? In Bezug auf die Gleichstellung stellt sich die Frage, mit welcher Berechtigung Bedienstete bis 31.12.2020 kostenlos ihren Strom beziehen können, Privatleute allerdings auf eigene Kosten ihr Fahrzeug aufladen müssen. Die wirtschaftliche Lage des Orthopädischen Universitätsklinikums Friedrichshain, GmbH, hat sich weiter verschlechtert. Und die Bürgschaft soll um weitere 20 Millionen € auf nun mehr als 85 Millionen € erhöht werden. Wir begründen die Ablehnung dieser Bürgschaftserhöhung, dass wir Jahresabschlüsse von 2015 bis 2018 anfordern und auch den Verkauf der orthopädischen Klinik wieder ins Gespräch bringen. Die negative Entwicklung stand doch bereits vor dem Haushaltsabschluss 2018-2019 fest. Ziehen wir ein Resümee. Bei den 485 Millionen € zusätzlichen Ausgaben kommt kein Euro direkt bei den hessischen Bürgern an. Die Investitionen begrenzen sich primär auf Flüchtlinge, Tariferhöhungen für Beamten und deren Altersvorsorge sowie auf Positionen wie die Grundsteuerreform, die schon weit vor dem Haushaltsabschluss 2018-19 bekannt waren, allerdings aufgrund des Wahlkampfes wohl bewusst zurückgehalten wurden. Für die AfD ist klar, wir stimmen im Sinne des Bürgers, und deshalb stimmen wir gegen Ihren Haushaltsplan in Gänze. Wir haben drei Änderungsanträge gemacht. Der erste über 1,5 Millionen € für die AfD-Fraktion, die wir extra bekommen. Wir haben gesagt, nein, bitte das bestehende Budget auf alle sechs Fraktionen verteilen und nicht noch einmal 1,45 Millionen on top. Diesen Änderungsantrag haben Sie abgelehnt. Der zweite Änderungsantrag von knapp 600.000
€, ging es um die allgemeine Erhöhung für alle 6 Fraktionen. Die direkte Änderung, die dritte Änderung von 2,5 Millionen €, Erhöhung der Diäten, Erhöhung der steuerfreien Kostenpauschale und die Erhöhung des Budgets der Mitarbeitergehälter für persönliche Mitarbeiter. All dies wollten wir herunterfahren, um hier Geld zu sparen. Und in einem vierten Änderungsantrag wollten wir dieses in die Schuldentilgung hineingeben. Es wären über 4 Millionen € gewesen. All dies haben Sie aus fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Und das können wir nicht so akzeptieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Schardt-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Werter Herr Präsident, werte Damen und Herren Kollegen! In der Zeit der alten Griechen hätte man gesagt, sie genießen die Gunst der Götter. Neudeutsch hätte man es so formuliert, ein guter Lauf. Was ist gemeint? Erst erhält Schwarz-Grün im Oktober 2018 die notwendige Mehrheit, um die Koalition das Modellprojekt Hessen fortzusetzen. Und dann gibt es für den Nachtragshaushalt dieser neuen oder bestätigten Landesregierung auch noch Steuermehreinnahmen. Steuermehreinnahmen von knapp 500 Millionen €. Ideale Rahmenbedingungen für Vollblutpolitiker, ideale Rahmenbedingungen für einen fulminanten Start der Regierung mit klaren inhaltlichen Impulsen. Hessen fit machen für die Zukunft, dem stände nichts im Weg. Doch was wird uns vorgelegt, Herr Kollege Boddenberg? Mit erheblichem Zeitdruck kurz vor der Sommerpause ein Nachtragshaushalt ohne Ambitionen. Was sagt dieser Haushaltsentwurf über diese Landesregierung? Viel. Der erste Haushalt nach der Wahl, ein besonderer. Und die Götter haben es gut gemeint. Alles wäre möglich gewesen, um inhaltlich einen Stempel zu setzen, um inhaltliche Antworten auf dringende Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen. Denn es reicht nicht, für die Europawahl Klima zu plakatieren. Es sind Antworten gefordert. Debatten und Vorschläge gab es in diesem Haus wahrlich genug. Was findet sich aber dazu in Ihrem Haushaltsentwurf? In diesem besonderen Erhöhung der Forschungs- und Technologieförderung, ergebnisoffene, ideologiefreie Mobilitätsprojekte, Pilotmodelle, Anreize für Unternehmensgründungen in diesen Themenbereichen, Fehlanzeige. Was findet man? Stellenmehrungen in allen Bereichen. Aber vielleicht verbessert es ja das interne Klima, im Wirtschaftsministerium eine Landesenergieagentur zu etablieren und als kleine Hessenagentur mit einem eigenen Förderprodukt zu versehen. Geschäftsführerposten dieser Art sind ja gut für Versorgungsfälle zu gebrauchen. Oder das Umweltministerium. Man bekommt die Staatsstelle Offensive ländlicher Raum von der Staatskanzlei. Man bündelt jetzt anstelle der Staatskanzlei. Dazu braucht es aber anscheinend viel Kraft, denn man bekommt gerade einmal 3 neue zusätzliche Stellen. Für eine Staatsstelle, die im Grunde die Kernaufgabe des Ministeriums Umwelt für ländlichen Raum erledigt. Sind das alles Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels mit eigenständigen Förderprodukten, neuen Ansätzen, Fehlanzeige. Es sei denn, man will mehr Menschen in den Landesdienst bringen und mit dem Hessenticket kostenfreien Zugang zum ÖPNV ermöglichen. Das wäre wenigstens ein kleiner Beitrag. Ambitionslos, fast ein wenig wie ein Schlafwagen.
So setzt sich der Zug der schwarz-grünen Landesregierung in Bewegung. Die Zugteile sie füllen sich mit Beschäftigten, werden immer voller. Stellmehrung vor allem in der ersten Klasse, viele Kapitäne. Und gestatten Sie mir, habe ich gelernt, das ist ganz toll, diese Brockenliste, daraus mal vorzulesen. Von der Bescheidenheit ist eine Tugend. Wir wissen ja alle, ab A13 beginnt die Armut. Einmal A11 auf A14, Staatskanzlei natürlich. Einmal A12 auf A14, einmal A14 auf A15, einmal A16 auf B2, einmal B2 auf B3. Oder für den Bereich Europa. Nachdem erst im Doppelhaushalt im letzten Jahr Stellen aufgebaut wurden, zusätzliche, gibt es jetzt weitere 10 neue Stellen. Aber natürlich auch nur im höheren Dienst, also nicht, dass wir von der Arbeitsebene sprechen. Aufblähung der Ministerien, Versorgungsposten. Werte Kollegen, das sind alles keine Investitionen in die Zukunft. Und das ist das Schlimme. Im Gegenteil. Auf Kosten künftiger Haushalte werden hier Ausgabensteigerungen in Beton gegossen. Die Beamtenschar wächst, die Personalausgaben ebenso, Rücklagen für Pensionen leider nicht im notwendigen Maße. Und vor allem die Zukunftsthemen, werte Kollegen, bleiben liegen. Etwas fürs Klima tun, für die Kinder, für die junge Generation, nachhaltig organisieren, eine lebenswerte Umwelt erhalten. Dazu gehört elementar eine verantwortungsbewusste Haushaltspolitik. Die Kollegin von den GRÜNEN hat es gesagt. Spielräume sichern, Personalbestand nach Sachzweck, konsequente Ausgabenkontrolle, solide Schuldentilgung. Werte Kollegen, all dies lässt dieser Entwurf vermissen. Die Landesregierung ist auch beim Thema Schuldentilgung nämlich seit vielen Jahren äußerst schüchtern. Zwar feiert sich der Finanzminister jedes Jahr, wenn er mehr tilgen kann oder besser tilgen muss, weil er ja plötzlich wieder mehr Geld hat. Dazu nimmt er Geld aus der Tasche, die er vorher mit Sicherheitsabschlägen gefüllt hat. Kreativ, aber nicht nachhaltig. Schulden, die wir nicht haben, das wissen alle, das ist der Kernsatz aus der Kommunalpolitik, bedeutet Gestaltungsspielraum. Er wird uns und kommenden Generationen fehlen, wenn eben die Götter nicht mehr so lächeln. Hessen braucht endlich einen ambitionierten Tilgungsplan, um diese Gestaltungsspielräume auch in künftigen Generationen zu erhalten. Elanvoll, dank der Götterfunke in die neue Amtsperiode. Nein, so startet Schwarz-Grün wahrlich nicht in die zweite Runde. Ambitionslos, inhaltsleer. Fast scheint es, als wollte der Schlafwagen der Landesregierung gar nicht so recht aus dem Bahnhof heraus. Ein Fünftel der Regierungszeit, Herr Bellino, haben Sie bereits vertan. Wie anders wollen Sie Ihren Kurs beim Thema Digitalisierung denn beschreiben? Stellen, das haben wir jetzt gelernt, die gibt es. Man kann in jeden einzelnen Titel schauen, mehr Stellen. Doch was tut sich dann inhaltlich bei diesem Thema, vor allem bei dem wichtigen Themenfeld Digitalisierung der Schulen? Man will 128 Millionen € bis 2024 bereitstellen. Nach eigener Aussage 25% Eigenmittel. Aber, und das kennen wir ja jetzt auch schon, das ist kein reines Landesgeld. Nein, wie so oft bei Schwarz-Grün sollen die Kommunen mitbezahlen. Verantwortung der Schulträger heißt das hier, ganz elegant, 60 Millionen €. Die Hälfte holt man sich wieder von den Kommunen. Wir Freien Demokraten sagen, das Land kann und muss mehr leisten. Wer es mit Digitalisierung wirklich ernst meint und es nicht dauernd nur in Stellen ausdrückt, der kann sich nicht auf 12,5% ausruhen, der muss die Bundesmittel verdoppeln. Wir haben einen entsprechenden Änderungsantrag eingereicht. Ohne einen Satz wurde der abgelehnt. Damit hätten Hessen 150 Millionen € mehr zur Verfügung gestanden. Aber vielleicht ist Beschleunigung zu viel für Ihren Schlafwagen, und Sie haben es deshalb abgelehnt. Werte Kollegen, dieser Entwurf in einer neuen Legislatur, eine klare inhaltliche Kante sollte erkennbar sein. Stattdessen zu sehen, Schlafwagenmodus. Gemütlich verwalten statt gestalten. Man kennt sich ja so gut. Sie verpassen eine göttliche Chance zur Gestaltung. Das Einzige, was sich tut, das tut es irgendwie nach Murphys Gesetz ab einer gewissen Ebene eh, wenn Sie immer mehr Stellen machen, der Verwaltungsapparat, der wächst und gedeiht.
Sie verpassen Chancen der Zukunft. Ein Fünftel der Zeit haben Sie schon geschlafen. Wir fordern Sie auf. Ziehen Sie endlich Ihr Sportdress an. Nutzen Sie die Chancen für Hessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.